Warum die neue Insta 360 X4 360 Grad Kamera in jedes Kamera-Equipment oder Urlaubsequipment gehört und in vielen Punkten sogar besser ist als jede Drohne. Die Drohne zwar nicht ersetzt, aber perfekt ergänzt, das alles hier in diesem Video. Hallo und willkommen bei Drohnen.de. Heute will ich euch die neue Insta 360 X4 360 Grad Kamera vorstellen, im praktischen Handformat sozusagen, im Handyformat möchte ich schon fast sagen, natürlich mit Touchscreen, einfacher Bedienung und allem drum und dran. Warum ist das Produkt so interessant? Ihr wisst ja, ich stelle euch hier nicht alle möglichen Sachen vor oder jeden China-Schrott, sondern nur die Sachen, die mich wirklich selber begeistern. Und das hier ist mal wieder so ein Produkt, wie schon oft aus dem Hause Insta 360. Was hat das Ganze jetzt aber überhaupt mit einer Drohne zu tun und wie kann das die ganzen Drohnenaufnahmengeschichten ergänzen oder teilweise sogar Aufnahmen generieren, die mit einer Drohne überhaupt nicht möglich sind? Und da müssen wir mal einen Schritt zurück tun und schauen, was diese 360-Grad-Kamera überhaupt leisten soll. Das ist mittlerweile eine 8K-Kamera. Sie kann 8K-Aufnahmen machen. Das heißt nicht, ihr müsst die 8K wirklich benutzen, sondern ihr könnt auch ganz normales, natürlich 4K oder Full-HD-Material rausziehen, habt aber die Möglichkeiten, die euch das 8K-Basismaterial eben dementsprechend bietet. Und hier kommen wir eben zu dem Hauptpunkt oder dem Hauptunterschied, was so eine Kamera eben von Drohnen, aber auch von allen anderen Action-Cams unterscheidet. Da muss man verstehen, es geht dabei nicht darum, 360-Grad-Material zu erzeugen, was man danach sich auch in 360-Grad-interaktiven Modus anschauen will. Das kann man damit natürlich auch. Aber der eigentliche Gedanke dabei ist, ganz normales Videomaterial zu erzeugen. Ganz normal, so wie ihr es auf YouTube oder in euren Urlaubsvideos oder wie auch immer verwenden wollt. Warum brauche ich dann aber diese 360-Grad-Geschichte? Nun, das vereinfacht eben das Aufnehmen einfach exorbitant. Denn ihr könnt die Kamera komplett problemlos einfach nur in die Landschaft halten, zum Beispiel auf einem 3 Meter Selfie-Stick, wie er hier eben auch im Zubehör-Equipment erhältlich ist. Unglaubliche 3 Meter, ist wirklich der Wahnsinn. Und dadurch quasi dann drohnenähnliche Aufnahmen generieren, wie wir es nachher gleich sehen. Ihr könnt das Ganze aber auch am ganz normalen Selfie-Stick befestigen und zum Beispiel auf dem Fahrrad bei Ausflügen mit euch führen oder aus dem Auto, aus dem Fahrzeug halten oder natürlich auch an allen gängigen Halterungen montieren, an Fahrzeugen oder wie auch immer. Und müsst euch aber nicht drum kümmern, wo die Kamera gerade überhaupt hinschaut. Ihr kennt das vielleicht von Action-Cams, wenn ihr da im Kamera-Equipment-Bereich oder auch im Hobby-Bereich oder im Urlaub unterwegs seid, dann müsst ihr natürlich vorher genau gucken, welchen Blickwinkel, welches Sichtfeld stelle ich ein, welche Auflösung stelle ich mir ein. Und ihr müsst die Kamera ganz genau ausrichten und gerade an einem Selfie-Stick oder an einem 3 Meter langen Selfie-Stick ist das ja fast unmöglich, da die Richtung rauszubekommen oder man sieht nachher dann erst im Videomaterial, was man vielleicht alles nicht aufgenommen oder falsch aufgenommen oder nicht mit im Bild hatte. Und darum müsst ihr euch hier gar nicht kümmern. Ihr haltet das Gerät einfach aus dem Fahrzeug raus, nach oben, nach unten, schwenkt damit ein bisschen durch die Landschaft und habt einfach alles aufgenommen und quasi auch alle Blickwinkel und zukünftigen Möglichkeiten inklusive in eurem Videomaterial und das in bis zu 8K und könnt euch dann im Nachgang die Videos rausschneiden und das auch extrem einfach direkt von der Kamera in der App. Ihr müsst da auch keine Angst haben vor dem 8K-Bildmaterial, das wird wahlweise auch direkt in der Kamera verarbeitet, sozusagen über die Insta 360 App könnt ihr die Sachen rausschneiden und nur im Preview-Modus rausschneiden, ohne eben die riesen Datenmassen bewegen zu müssen. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch am PC in der Insta 360 im Insta 360 Studio machen, inklusive der ganzen Daten. Das bleibt euch komplett selber überlassen. Ihr habt aber alle Möglichkeiten extrem einfach geführt und könnt danach eben das Bildmaterial und auch die Blickwinkel herausschneiden. Das heißt, ihr könnt euch danach durch die 360 Grad Videomassen quasi, die ihr aufgenommen habt, dirigieren sozusagen, also euren eigenen Kameraweg planen, nachträglich planen, in welche Richtung ihr schauen wollt, Schwenks nach vorne und nach hinten zur Seite machen. Ihr könnt sogar das Sichtfeld verändern, also quasi reinzoomen, rauszoomen, Ultraweitwinkel
oder ein nahes Sichtfeld nehmen. Ihr könnt in den Himmel schauen, nach unten schauen und das aus unglaublichen Perspektiven. Und das eröffnet einfach gigantische Möglichkeiten. Wie das Ganze nun eure Aufnahmen oder auch Urlaubsaufnahmen oder was ihr auch immer plant, perfekt ergänzen kann und eure Drohnenaufnahmen zum Beispiel auch perfekt ergänzt und neue Möglichkeiten eröffnet, das will ich euch jetzt mal kurz erklären, und zwar einfach am persönlichen Beispiel. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und ich habe mich wirklich wahnsinnig geärgert, dass Insta360 die Kamera mir leider nicht geschafft hat, rechtzeitig vor dem Urlaub zu schicken und ich deswegen das Gerät im Urlaub nicht dabei hatte, denn ich hatte die typische Situation, ich war an wirklich traumhaften Stränden, wie ihr hier seht, einfach mal mit dem iPhone abgefilmt. Hatte natürlich auch eine Drohne dabei, die Mini 4 Pro, aber hatte keine Möglichkeit, sie zu nutzen. Denn wie es typischerweise überall ist, an Stränden oder je nach Ländern, ist natürlich das Drohnenaufnehmen entweder komplett verboten oder an Stränden und so weiter verboten. Und man will natürlich auch nicht alle anderen Urlauber stören, vielleicht mal Aufnahmen von weit her machen, aber mal nah irgendwo am Strand vorbeifliegen, über die ganzen Köpfe hinweg von allen Urlaubern, die sich auch erholen wollen, ist einfach keine schöne Geschichte. Und das hätte man natürlich perfekt mit der Kamera machen können, am 3 Meter Selfie-Stick. Und das extrem coole ist, der Selfie-Stick wird aus den Aufnahmen auch noch automatisch entfernt. Das heißt, er ist danach nicht mehr sichtbar, auch direkt schon im abgespeicherten Material. Das muss man nicht mehr nachträglich nochmal rendern oder reframen, sondern es ist direkt schon ohne Selfie-Stick abgespeichert. Das heißt, das Ganze sieht aus, als ob man in 3 Metern Höhe fliegen würde sozusagen und kann dadurch natürlich perfekte Aufnahmen generieren, ohne andere Leute zu nerven oder ohne gegen irgendwelche Gesetze zu verstoßen. Und wenn ihr selber mal versucht habt, mit Drohnen wirklich Nahaufnahmen zu machen, also wirklich ganz eng um Fahrzeuge rum zu fliegen und so weiter, habt ihr sicherlich selber schon mal bemerkt, das funktioniert nicht wirklich so super gut. Man kann die Drohne zwar perfekt ausrichten, aber einfach die Sichtweite von der Drohne mit dem relativ weiten Sichtfeld oder auch noch die Restbewegung, das gibt einfach kein super cooles Material. Und das kann man hiermit natürlich super einfach machen, indem man die Kamera einfach oben drüber schwenkt dementsprechend und danach dann eben die Kamerarichtung in der App genau bestimmt, den Blickwinkel genau bestimmt, sogar live in den Videoaufnahmen dann die Schwenks während der Videoaufnahme läuft noch machen kann, in verschiedenen Richtungen gucken kann. Und das eröffnet einfach komplett neue Möglichkeiten und das ersetzt einfach zwar nicht die Drohne, aber ergänzt sie in vielen Bereichen, wie ich finde. Wie diese ganzen Nachbearbeitungsmöglichkeiten in der App auf dem Smartphone oder am PC aussehen, was man da für Möglichkeiten hat, das schauen wir uns gleich nochmal an. Zusätzlich zu diesen normalen Kamerafahrten, um normales Standardbildmaterial quasi drohnenähnlich zu generieren, gibt es natürlich auch noch tausend andere Möglichkeiten, die so eine Kamera eröffnet. Zum Beispiel kann man auch quasi unmögliche Kamerafahrten oder Fahrten, die sonst nur mit einer FPV-Racing-Drohne möglich sind, durch irgendwelche Röhren, durch Fahrzeuginnenräume oder irgendwelche Tunnel und so weiter realisieren und auch natürlich komplett abgefahrene Perspektiven ermöglichen aus diesem Material. Und da gibt es von Insta360, die wirklich eine absolut hervorragende App haben, einmal zum Standard bearbeiten und dann aber auch KI-Tools und so weiter, um noch zusätzliche Effekte und so weiter reinzuschneiden, gibt es wirklich grandiose Möglichkeiten, die ihr sonst nirgendwo findet, um nochmal ganz spezielles Material, so wie ihr es hier seht, Planetenmaterial oder an Hauswände sozusagen verschiedene Szenarien zusammengeschnitten und mit Tutorials, wie ihr das Ganze aufzunehmen habt und was danach dann rauskommt, was ihr da alles generieren könnt. Und diese Welt, die ist wirklich gigantisch groß und die ist super einfach. Ihr müsst wirklich nur ganz einfache Aufnahmen generieren. Ihr müsst an der Kamera auch nicht viel einstellen oder euch den Modus nicht vorher überlegen, sondern ihr benutzt das Ganze einfach nur, wenn ihr gerade unterwegs seid und entscheidet nachher, welche Effekte ihr dementsprechend generieren wollt. Und das finde ich wirklich eine klasse Geschichte, die mich wirklich stark begeistert. Preistechnisch bewegen wir uns da im Bereich von 559 Euro UVP. Unten in der YouTube-Beschreibung packe ich euch wie immer den Link rein, wo ihr die Kamera am besten bestellen könnt, hauptsächlich bei Insta360 selbst. Da bekommt ihr über unsere Links auch oft nochmal Spezialpakete oder nochmal besonderes Zubehör mit dazu und immer die neuesten Angebote. Also wie gesagt, unten in der YouTube-Beschreibung der Link. Dort findet ihr auch nochmal den Link zu unserem ausführlichen Testbericht auf drohnen.de, wo wir das Ganze auch nochmal schriftlich zusammengefasst haben und alle Daten und Fakten nochmal zusammengetragen haben. Da habt ihr alles nochmal auf einem Punkt. Schauen wir uns noch mal ein paar Daten und Fakten an und auch den Unterschied zum Vorgängermodell zum Beispiel zur X3.
Natürlich habt ihr hier einen Touchscreen, ein Display, wo ihr die Aufnahmen live verfolgen könnt, wo ihr auch live im aufgenommenen Material umherzoomen könnt und quasi die Richtung euch schon mal angucken könnt, ob wirklich alles so funktioniert hat, wie ihr es wollt und rein und raus zoomen könnt, auch verschiedene Funktionen schon mal starten könnt. Ihr müsst allerdings einstellungstechnisch wirklich nicht viel machen, da alles eben, wie gesagt, schon mit aufgenommen wird und das Ganze voll stabilisiert in der Flow-State-Stabilisierung, wie sie bei Insta360 heißt. Das heißt, wirklich butterweiche Aufnahmen. Außerdem habt ihr auch die Möglichkeit, eine Horizontalsperre nachträglich, es geht alles immer nachträglich, eben dementsprechend zu aktivieren. Auch die Stabilisierung könnt ihr nachträglich nochmal drüber rechnen in der App oder direkt aktivieren. Da ist alles möglich. Die Horizontalsperre ermöglicht eben, das Ganze eben am Horizont zu leveln oder eben alle dynamischen Bewegungen dementsprechend mitzunehmen. Außerdem, wie gesagt, eine 8K-Auflösung, 8K bis zu 30 FPS, das ist natürlich wirklich gigantisch. Ihr könnt aber aus dem aufgenommenen 8K-Material ganz normal dann jederzeit später 4K 30 FPS oder was auch immer rausschneiden und auch das Bildformat, nicht nur den Blickwinkel und die Blickrichtung, sondern auch das Bildformat jederzeit nachträglich festlegen. Also später erst entscheiden, ob ihr das Ganze in 16:9, in 9:16, in 4:3 und so weiter rausschneiden wollt. Und dann läuft das in der App nochmal einmal kurz durch und erzeugt euch dann als Export das finale Video, das ihr dann benutzen könnt, zum Posten in Social Media oder YouTube hochladen oder wie auch immer. Also 8K 30 FPS, was maximal möglich ist. Außerdem 5,7K bei 60 FPS oder 4K mit bis zu 100 FPS. Und das ist ja schon vierfache Zeitlupe, so wie ihr es hier im Beispielvideo seht. Das könnt ihr in 4K aufnehmen, das ist natürlich klasse. Außerdem könnt ihr Timelapse, also Zeitrafferaufnahmen aufnehmen und die in bis zu 11K. Das ist echt der Wahnsinn. Ihr könnt die Kamera auch ganz einfach als normale Kamera wie eine Actioncam oder eine Selfiecam quasi verwenden und zwar jede Seite einzeln, sodass ihr sagt, ich will jetzt ganz explizit mal kein 360-Grad-Material drehen, weil ich mich zum Beispiel selbst nur filmen will und ein Interview geben will oder wie auch immer. Und dann aktiviert ihr entweder die Vorder- oder die Rückseite und könnt da dann quasi wie eine zweiseitige Actioncam ganz normale Aufnahmen dementsprechend aufnehmen. Schauen wir uns nochmal den Aufnahmeprozess an und wie das Ganze dann in der App oder im Insta360 Studio am PC dementsprechend dann aussieht. Wie gesagt, ihr nehmt einfach erstmal alles auf, lauft einfach ganz ungezwungen darum, müsst euch um nichts kümmern, außer einen Aufnahmeknopf zu drücken und danach die Aufnahme dementsprechend wieder abzuschließen. Das ist es schon. Der Selfie-Stick wird direkt entfernt. Das seht ihr auch sogar direkt auf dem Live-Bild und in der Aufnahme schon instantan, dass ihr die Kamera eigentlich gar nicht in der Hand habt, sondern dass sie quasi über euch fliegt oder wo auch immer ihr sie hinhaltet. Das ist auch im Material gleich schon so dementsprechend abgespeichert. Und später, wenn ihr dann zu Hause seid oder vom Urlaub zurück seid, dann könnt ihr euch einfach an die Nachbearbeitung machen, entweder in der Insta360 App oder im Studio am PC und das geht extrem einfach. Da gibt es übrigens hier auch ein super cooles Tool, das könnt ihr natürlich wireless machen mit der App oder ihr habt hier dieses kleinen Zubehör-Dongle, den es als Zubehör gibt. Da könnt ihr die Daten super schnell aus der Kamera hier draufladen auf eine zweite Speicherkarte oder ihr nehmt die Speicherkarte rein und steckt sie hier rein und danach könnt ihr diesen Stick direkt in euer Smartphone reinstecken und braucht die Kamera dann gar nicht und gar keine drahtlose Verbindung und könnt dann noch schneller die Daten auf dem Stick oder auf diesem Dongle quasi bearbeiten. Und das sieht hier so aus. Ihr habt einfach das komplette Material, könnt da drin hin und her scrollen, könnt euch nach rechts und links bewegen und könnt dann quasi sogenannte Keyframes festlegen im Laufe des Videos, könnt natürlich auch alles schneiden und könnt dann sagen, jetzt will ich nach hier gucken, ein bisschen später dann nach rechts gucken, beim nach rechts gucken vielleicht auch weiter reinzoomen oder weiter raussuchen bis hin zu so einer Tiny Planet Ansicht oder wie auch immer. Und habt die Möglichkeit, dann eben auch die Bildformate festzulegen, 16:9, 9:16 und alles Mögliche, noch verschiedene Filter drauflegen und wie auch immer. Und das durch den ganzen Prozess durchmachen bis zum Schluss, sodass ihr eine komplette Kamerafahrt durch euer Material fertig habt und dann drückt ihr einfach auf Exportieren und es wird euch das finale Video generiert und da könnt ihr auch die finale Auflösung, die ihr haben wollt, ob einfach im Full HD für Social Media oder in 4K für YouTube oder wie auch immer, dann festlegen, habt dann das finale Material und könnt sogar eigentlich aus einem Videomaterial, was ihr gedreht habt, von einer Szene oder einer Aktion oder Erlebnis, könnt ihr etliche verschiedene Videos rausschneiden, sozusagen mit verschiedenen Perspektiven, entdeckt vielleicht auch komplett neue Blickwinkel, die ihr gar nicht bemerkt habt, dass ihr die mit aufgenommen habt.
und habt quasi aus einer einzigen Aktion etliche verschiedene Videos, die sonst das Fünffache oder Zehnfache an Zeit gekostet hätten, die alle dementsprechend einzeln aufzunehmen. Die Blickwinkel innerhalb der App sind quasi stufenlos. Man kann sie aber auch an der Kamera voreinstellen, aber wie gesagt, nachträglich jederzeit ändern. Das geht von einem linearen Modus, der alles möglichst ohne Verzerrung und ohne Fischaugeneffekt aufnimmt, bis zu einer Mega-View, die quasi megaweite Winkel hat und ganz breites Feld aufnimmt, speziell für Actionaufnahmen und wie auch immer. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, in der App später Personen zu tracken, über die KI-Tools, die das teilweise automatisch machen. Oder ihr könnt selber sagen, ich habe da eine Person, die bewegt sich auch ständig im Bild, oder ich selber drehe aber dabei und wackele vielleicht auch mit dem Selfie-Stick und bin deswegen in diesem 360-Grad-Material immer mal an verschiedenen Positionen. Ich will aber ständig in der Mitte gehalten werden. Also markiert ihr einfach in der Nachbearbeitung diese Person und sie wird die ganze Zeit dann im Bild behalten. Quasi wie einen Active Track, das ihr von den Drohnen her kennt, aber eben in der Nachbearbeitung. Und ihr könnt dann auch sagen, von hier bis hier die Person im Bild behalten, danach aber auf die andere Person schwenken oder auf das andere Objekt oder Fahrzeug und das dann im Bild behalten, dann das Ganze durchrendern und ihr habt das perfekte Ergebnis. Für verschiedene automatische Tools, die es gibt, wie zum Beispiel hier diese Bullet-Time-Geschichte, da wird das schon automatisch gemacht, wenn ihr sagt, ich will genau so eine Bullet-Time-Geschichte erstellen, wo ich eben den Stick über mir drüber mit dem speziellen Mechanismus, der auch hier in der Halterung mit drin ist, wo sich das Ganze drehen lässt und dadurch quasi über euch schleudern lässt. Ich will diesen coolen Effekt haben, der dann zusätzlich auch noch eine Zeitlupe drüber legt. Dann passiert das vollkommen automatisch, dass die App dann weiß, okay, es soll hier draus so ein Bullet Time erzeugt werden und die Person, die den Stick hält, die soll zum Beispiel im Blick behalten werden und dann wird das standardmäßig schon generiert. Aber ihr könnt es bei allen anderen Videos dementsprechend auch nachträglich machen. Habt auch die Möglichkeit, Zeitlupengeschichten natürlich zu machen, Hyperlapse-Geschichten, diese besondere Wandgeschichte zum Beispiel. Also gibt es bestimmt 30, 40 verschiedene Vorlagen, die ihr machen könnt, die schon auf Knopfdruck funktionieren und eure eigene Kreativität ist da keine Grenze gesetzt, aber wie gesagt, hier an der Wand eben verschiedene Aufnahmen. Auch diese Bullet-Time-Geschichte könnt ihr an verschiedenen Orten machen und die wird dann dementsprechend zusammengesetzt. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze in HDR oder Active HDR zu machen und aufzunehmen. Es gibt einen Motion-ND-Effekt, der quasi einen ND-Filter simuliert und dadurch für Fotoaufnahmen eben diese Weichzeichnung, also diese schnellen, besonders dynamischen Bildeffekte, wo sich alles noch um euch rum verzerrt, wenn ihr wie hier zum Beispiel schnell auf dem Fahrrad unterwegs seid, das Ganze mit emuliert, ohne einen ND-Filter drauf zu haben. Ihr könnt 360-Grad-Fotos in bis zu 72 Megapixel Auflösung aufnehmen. Die Einzelobjektive haben 4K 60 FPS, wenn ihr vorne oder hinten einzeln filmt. Ihr habt eine Sprachsteuerung und eine Gestensteuerung in der Version 2.0, sodass ihr hier mit Gesten und Sprache alles aktivieren, deaktivieren könnt. Ihr habt die Möglichkeit, das Bildmaterial mit euren Handy-Statistikdaten oder Garmin-Statistikdaten, wenn ihr viel Fahrrad fahrt und da ein Garmin-Gerät habt, zu kombinieren und die mit ins Bildmaterial zu integrieren. Das Ganze ist wasserdicht bis 10 Meter, schon so wie es hier ist, ohne irgendwelche Hüllen und so weiter. Da könnt ihr auch extrem coole Aufnahmen machen, die dann aussehen wie Tauchaufnahmen oder wirklich auch natürlich Tauchaufnahmen selber machen und mit zum Beispiel einem langen Stick euch selber mit einem Hai filmen. Und das sieht dann immer so aus, als wäre noch eine zweite Person quasi dabei, obwohl ihr die Kamera quasi selber am Stick haltet. Also Wahnsinn, was es da für Möglichkeiten gibt. Mit zusätzlichen externen Gehäusen ist das Ganze auch natürlich bis 50 Meter noch wasserdicht zu machen. Also da einfach unzählige Möglichkeiten, die sich hier ergeben. Neu bei der X4, auch im Vergleich zum Vorgänger, zur X3 oder zu anderen Action-Cams oder 360-Grad-Kameras ist besonders erwähnenswert natürlich diese 8K-Auflösung, die einfach gigantisches Material erzeugt. Der Vorgänger hatte 5,7K. Wenn ihr das hier mal im Vergleich seht, selbst wenn ihr es eben nicht benutzt, aber dadurch in das Material reinzoomen wollt, in den dynamischen Filmaufnahmen, habt ihr natürlich dann trotzdem auch beim Reinzoomen noch eine viel bessere Schärfe und so weiter. Ihr habt neue Prozessoren drin und neue Elektronik, die die ganze Bearbeitung noch verbessert und auch die Bildstabilisierung wesentlich effektiver macht. Ihr habt einen wesentlich größeren Akku, der soll bis zu, glaube ich, 60-70% längere Akkulaufzeit haben im Vergleich zu den Vorgängern.
Die ganzen Funktionen und so weiter haben sich dementsprechend nochmal verbessert und auch vieles von den Zubehör und kleinen Sachen und Handhabungen, wo Insta360 ja schon immer extrem gut ist und extrem sich anschaut, was wollen die wirklichen Anwender, wo können wir noch was verbessern und das sofort mit einbaut, ist zum Beispiel die Linsenschutzcover, die es gibt. Da habt ihr hier nochmal so kleine Geschichten, weil die Kameras sind natürlich sehr empfindlich, dadurch, dass sie gewölbt sein müssen und natürlich Kratzer darauf absolut vermieden werden sollen, gibt es hier nochmal so Cover drüber. Die beeinträchtigen so gut wie gar nicht das Bildmaterial und schützen aber dementsprechend die Linsen. Das könnt ihr als Zubehör hier nochmal besser drüber stülpen. Das ist eine bessere Halterung als beim Vorgänger. Da wurde das Ganze, glaube ich, geklebt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ihr habt aber auch im Zubehör hier nochmal für den Transport so ein Gummicover dabei. Das ist, glaube ich, das wichtigste Zubehör überhaupt, das immer eben drum zu machen, wenn ihr das Ganze einfach in die Tasche steckt. Ihr habt auch nochmal Tragetaschen dabei, um das Ganze eben dementsprechend zu verpacken. Also einfach eine unendlich große Welt an Zubehör sozusagen. Ich zeige euch hier nochmal den großen Selfie-Stick, der lässt sich bis auf 3 Meter ausfahren, also wirklich der Wahnsinn. Unglaublich und das ist, glaube ich, das wichtigste Zubehör, was ich euch unbedingt ans Herz legen würde, wenn dann dadurch könnt ihr quasi diese drohnengleichen Aufnahmen generieren im Nahfeld. Also unbedingt einen 3 Meter Selfie-Stick mit dazu bestellen. Ihr habt auch die ganzen normalen Selfie-Sticks eben dementsprechend im Zubehör mit dabei. Ihr könnt nochmal zusätzliche Akkus bestellen, da macht ein zweiter Akku auf jeden Fall immer Sinn. Es gibt nochmal für das Mikrofon, da sind Stereo-Mikrofone mit dran, da gibt es nochmal eine sehr ausgeklügelte Geschichte um für Windunterdrückung, wenn ihr das Ganze an Fahrzeugen draußen montiert, zum Beispiel oder am Fahrrad, da nochmal so kleine Buschel rechts und links über die Mikrofone mit Klettverschluss quasi dran zu heften. Super coole Lösung. Auf jeden Fall auch sehr hilfreich ist eben, wie gesagt, hier dieser Dongle, um die Daten zu übertragen. Das finde ich eine sehr spannende und wichtige Geschichte. Und natürlich alles an Action-Cam-Zubehör. Ihr habt hier unten ja diesen Schraubanschluss, wie ihr es hier auch unten seht, an dem Tripod, um das Ganze an allen möglichen anderen Action-Cam-Halterungen zu befestigen. Und eben auch hier diesen coolen kleinen Tripod, den ihr auch als Handhalterung benutzen könnt. Und eben hier seitlich den Selfie-Stick dran schrauben könnt, ausziehen könnt und dann eben dieses Bullet-Time-Wedel-Geschichte damit machen könnt und noch verschiedene andere Geschichten. Das Zubehör, wie gesagt, ultimativ wichtig, um überhaupt diese ganze Welt und Möglichkeiten dieser Sonderaufnahmen und Spezialeffekte überhaupt nutzen zu können. Es gibt garantiert noch 1000 andere Kleinigkeiten und Funktionen, die erwähnenswert wären. Ich will euch aber hier ja erstmal nur einfach einen groben Überblick geben, was die Möglichkeiten sind und was will ich euch damit an die Hand geben. Nun, für mich persönlich ist ganz klar, ich werde das Gerät, die Insta360 X4, genauso wie sie hier ist, auf jeden Fall in jedem Urlaub oder bei allen Unternehmungen immer mit dabei haben. Wahrscheinlich sogar noch öfter als eine Drohne, denn das Gerät passt in jede Hosentasche. Man ist viel flexibler, man kann es viel schneller einsetzen und man ist unabhängig von allen gesetzestechnischen Geschichten. Ihr wisst es selber, Drohne habt ihr nicht immer dabei, wenn ihr mal schnell eine Wanderung oder irgendwas plant, dann überlegt ihr, lohnt sich das Ganze wirklich mitzutragen oder habe ich da überhaupt die Zeit und die Lust, die Drohne auszupacken und zu fliegen. Das eine ersetzt das andere auch absolut nicht. Nicht falsch verstehen, ich bin ein Riesenfan von beiden Geschichten, aber diese Ergänzung ist einfach perfekt und ihr merkt es mir vielleicht ein bisschen an, auch diese ganze Nachbearbeitungsgeschichte, das ist schwierig hier in dem Videomaterial zu transportieren, aber wenn ihr das mal selber gemacht habt und auch die App und die Handhabbarkeit mal erlebt habt, wie schön es ist und mich nervt es wirklich, Videos zu schneiden und Sachen aufzunehmen und speziell auszurichten, um mich danach dann zu ärgern, dass doch irgendwas nicht geklappt hat oder irgendein Halter mit im Bild war und nicht perfekt ausgerichtet war oder wie auch immer. Und das ist hier so angenehm und macht sogar so Freude und Spaß. Einfach unkompliziert, wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen. Anschalten, alles aufnehmen, einfach nur rumschwenken, unendlich Material quasi zu produzieren, wo alles mit drin ist und danach dann hinsetzen und auch dieses in dieser App drin rumbewegen, schneiden, ganz schnell einfach ein Video durchgucken, währenddessen ihr könnt euch sogar durchdrehen mit dem Smartphone und so weiter live im Material bewegen und dann quasi sagen, jetzt in die Richtung gucken, dann schwenkt ihr und legt da den nächsten Keyframe, jetzt nach da gucken, dabei rein und rauszoomen. Das macht so Freude und geht so intuitiv und innerhalb wirklich von 1-2 Minuten habt ihr 5 Minuten Videos komplett fix und fertig geschnitten mit Kameraschwenks, rein- und rauszoomen und allem.
was sonst eigentlich nur mit einem ganzen Filmteam quasi und einer aufwendigen Vorabplanung möglich wäre. Und hier könnt ihr es einfach interaktiv machen. Das macht wirklich Freude und ist gigantisch. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es bleibt natürlich euch selber wie immer überlassen, was ihr da rauszieht oder ob das was für euch ist. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, 360-Grad-Kameras geht eigentlich in eine ganz andere Richtung und man will diese 360-Grad-Kamera erzeugen, aber darum geht es hier, wie gesagt, nicht. Es geht darum, ganz normale Aufnahmen zu erzeugen für YouTube, Instagram oder wie auch immer, aber mit unendlichen Möglichkeiten. Jetzt habt ihr zumindest einen Überblick, was das Produkt kann, was ich davon halte. Mich würde es freuen, wenn ihr doch unten mal reinschreibt, was ihr von der ganzen Geschichte haltet oder ob ihr in die Richtung euch schon mal bewegt habt oder vielleicht sogar schon ein Gerät im Einsatz habt. Wenn ihr den Kanal nicht schon abonniert habt, dann natürlich auf jeden Fall abonnieren und die Glocke aktivieren, dann seid ihr beim nächsten Mal automatisch wieder mit dabei. Mir würde es sehr helfen, wenn ihr natürlich gern nochmal ein Like hinterlasst und dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Freude am Video. Ich konnte euch alles dementsprechend aufbereiten und wir sehen uns dann sicherlich beim nächsten Mal.